Es ist Zeit für Rache! Bei Let's Play Tales of Symphonia! Seit dem letzten Mal habe ich ein klein wenig trainiert. Lloyd und abgesehen, alles ist auf Level 20, abgesehen von Rain. Ja, jetzt heißt es eigentlich nur noch, ich muss gescheit spielen. Dann sollte der Kampf kein Problem sein. Es wird aber ein Problem sein. So, werde zunächst einmal. Setz deinen Kopf auf, nimm deine Waffen zur Hand und. Lass dich von mir verprügeln! Lass dich von mir aufs Knie legen! Denn jetzt ist Zeit für eine Unisono-Attacke! Was soll der Mist? Hä? Ich verstehe diesen Mist gerade echt nicht. Es tut mir gerade leid. Es tut mir echt leid. Was sollte der Mist? Soweit ich weiß, beginnt man die Unisono-Attacke auf Z. Habe ich gerade gemacht und dann muss ich gewisse Knöpfe drücken. Y, X, A, B, für, also einen Knopf für jedes Partymitglied, um eine bestimmte Attacke zu starten. Aber das hat er nicht gemacht. Er hat es abgebrochen und weitergemacht. Ich verstehe es nicht. Ja, super. Dankeschön, Spiel. So. Ich habe Colette drin in der Gruppe. Ich habe Rain in der Gruppe. Das liegt unter anderem daran, dass die beiden einzigen sind mit lichtbasierten Angriffen. Und dieser... Oh Gott, ich sollte blocken. Lumps. Gut, ich habe geblockt, ich habe ein bisschen angegriffen und jetzt gibt's erstmal Lichtangriffe. Muahaha. Ich blocke einfach, weil den Schaden, der wird von meinen beiden Weibern gemacht. So. Angel Feathers, jawohl. So, und Rain, du musst wieder Photon. Photon und Hor... Oh, geil. Und Rams und zack. Aha, das war schöner Schaden. Oh ja. So, zack und die gute Colette wird wieder Angel Feathers machen. Yay. Und Photon, yeah, Rams, 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 Rams. Gut, der ist verwirrt, gedingst, meine ich. Und deswegen wird... Nein, ich benutze der Weimar ein magisches Auge, um zu sehen. Den haben wir gut geschädigt. Dem haben wir verdammt gut geschädigt. Immer schön blocken, immer schön als Tankfunk. Was haben wir jetzt gemacht? Ah, Menü. Okay, ich kann nichts machen. Wir blocken wieder, Rams. Bam, bam, bam. Und Rain, du wirst wieder photonisieren. Rams! Angel Feathers, jawohl! Rams, Rams, Rams! Bam, 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 bam. Und du machst wieder Angel Feathers. So, mal sehen, würden wir es schaffen, ihn noch zu besiegen? Moment, das gucken wir jetzt gerade mal. 3000, das sieht gar nicht mal schlecht aus. Wenn ich jetzt noch blocke, ja, ich blocke, yay! Und jetzt Ram, Ram, Ram. Okay, Photon, ja. Und blocken. Oh, jetzt brauche ich mal. Spread your wings. Nein, spread. Ich muss mal kurz. Ein bisschen Land gewinnen, weil ich Lebenspunkte brauche. So, Colette, nochmal Angel Feathers. Ich danke dir vielmals. Genius, was machst du da, Idiot? Ah. Oh, oh Gott, und Genius, ich meine, mein Charakter ist tot. Und Genius ist tot. Mal sehen, wird es noch gelingen? Ups, hoppala. Ey, ich will... Komm, macht ihn tot. Macht ihn tot, ihr Weiber. Macht ihn tot! Bitte, 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 bitte! Was macht ihr da für Mist, ihr Weiber? So, Angel Feathers. Mal sehen, ob es noch funktioniert. Moment, was macht denn der gerade noch? Rain? Photon, komm! Wie viel hat er noch? Moment, oh, ich kann nichts tun gerade. Mach doch was, mach doch was, mach doch was, seid mal fertig! Oh nein, jetzt liegt's an der guten. Es ist geschafft! Ich hab ihn besiegt! Oh, cool. Und einen Titel mit Rain erhalten. Okay. Ich habe jetzt zwar mächtig viel Minus Gall gekriegt. Nee, hieß doch Gall. Nee, Galt war es. Gut. Ich warte nächstes Mal. Pff, er hat das Spiel gefunden. Oh mein Gott. Ich hätte nie gedacht, da mal auf so einen Gegner zu treffen. Ich auch nicht. Der war vielleicht groß. Ich wette, der hat ein riesiges... Moment, was steht da? In einem riesigen Haus gelebt, bevor er ein Grippe wurde. Warum? Colette, der war nicht menschlich. Er hatte ein Horn. Der hat ein Horn? War es ein männliches Skelett oder warum hat er ein Horn? Vielleicht gehört ein Horn dazu, wenn man zur Elite der Unterwelt gehört. Unterwelt, das ist doch bloß eine Legende, oder etwa nicht? Okay, ich gehöre also zur Elite der Unterwelt, weil ich ein Horn habe. Nicht unbedingt. Immerhin unterscheiden sich Dämonen und Geister von unserer Lebensform. Okay, weil sie kein Fleisch mehr auf den Knochen haben. Es ist zwar nichts bewiesen, aber ich denke, es gibt eine Welt, in der Dinge leben, die wir Dämonen und übernatürliche Wesen nennen.
ein Elitewesen der Unterwelt, aber wir haben ihn besiegt. Daher ist jetzt alles in... Ah! Ein Elitewesen der Unterwelt, aber wir haben ihn besiegt. Daher ist alles in Ordnung, oder? Ich hoffe doch! Hauptsache Hörner. Lululu. Okay, ich nehme auch diese Schatztruhen und dann gehe ich wieder ins Dorf und werde mich mal kurz heilen. Und dann sehen wir uns wieder und ich ärgere mich bis dahin über diese dämlichen Unisono-Attacken. Da bin ich wieder draußen vor dem Tore. Also vor dem Tore dieser torlosen Stadt. Die habe ich mal einfach verkauft. So, was hatte ich eigentlich gemacht? So, ich bin jetzt hier auf der Weltkarte, um das kurz zu demonstrieren. Und zwar zum Aufleveln. Weg, ihr fiesen Gegner. Oh Gott, ich kann ja noch nicht aufsetzen. Zum Aufleveln bin ich quasi hier. Ihr seht diesen Kegel auf der Landkarte und diesen Kegel nach Norden folgen gibt es eine Brücke auf einen anderen Kontinent. Und da bin ich hochgelaufen, kam zu einer Stelle mit fiesen, starken Gegnern und da habe ich aufgelevelt. Da gab es noch einigermaßen Erfahrungspunkte und da habe ich gedacht, das wäre eine gute Idee. So, man könnte jetzt natürlich da langlaufen. Da sein Glück versuchen, denke ich. Aber das Spiel sagt mir durch sein Skit-Angebot, dass wir über das Schiff nach, was ist es, Palma Costa fahren sollen. Hier gibt's Fisch. Was bist du denn? Er sucht ein Schiff. Das einzige Schiff, das in diesem Hafen noch einsatzfähig ist, gehört Max. Der stramme... Na gut, wir fahren jetzt mal. Seid ihr soweit? Ich habe keine Ahnung mehr, was für eine Stimme ich mir gebe. Okay, setzen wir die Segel. Und beschwert euch nicht bei mir, wenn wir auf Monster stoßen. Jetzt können wir endlich das nächste Siegel suchen. Genau! Ich hatte schon befürchtet, dass ich bei dieser Reise früher oder später auf einem Boot lande. Oh, wir werden doch nicht etwa seekrank werden. Es ist Zeit, Rain ebenfalls mit einem unserer Stiefel zu beglücken, wenn sie mal nah an der Reling steht. Wir sind auf See! Wir sind auf See! Beruhige dich, dieser Kahn ist winzig. Willst du vielleicht herausfallen? Hey, entschuldigt, dass mein Schiff zu... Winzig, blablabla. Ich werde fallen. Du hast Flügel. Flieg doch. Du kannst schweben. Was hast du für ein Problem? Ich weiß, du bist blond, aber... Das war einer der wenigen Charaktere, wo mir eine blonde Haarfarbe mal wirklich gut gefällt. Das ist, seltsamst. Dieses Spiel macht Dinge mit mir, die mir langfristig nicht gefallen werden. So. Es ist ein Segelboot, also segeln wir. Wir segeln Richtung dieser... Ist das die neue Hafenstadt, wo wir jetzt landen werden? Das sieht aber klein aus, sieht mickrig aus. Das ist meiner nicht würdig. Ich habe Palma Costa, das hört sich an nach Palme, nach Strand, nach nackten Bikini-gebräunten Models, die sich im Sand suhlen, Schlammcatchen veranstalten. Mit mir mitten drin. Und was ist das hier? Ein Kaff. Danke. Wir sind da. Danke, Max. Was wirst du jetzt tun? Ich werde mich umbringen. Ich werde eine Eskorte von einem Kriegsschiff aus Palma Costa verlangen. Passt auf euch auf. Tut mir leid, dass du den ganzen Weg auf dich nehmen musstest, um uns zu begleiten. Bitte sei vorsichtig auf deiner Rückreise. Ja, auch. Okay, lasst uns nach Hinweisen auf das nächste Siegel suchen. Warum habe ich Max so gesprochen, wie ich Max gesprochen habe? Das ist eine arme Sau! Der ist geil auf irgendeine Schnalle und die Schnalle will den nicht. Ne? Stellt euch das mal vor. Ne, wie ihr da abgehen würdet. Ne? Dann würdet ihr auch euch glatt unter das Boot binden und hoffen, dass der nächste Heu euch dort runterfrisst. Dann hier ein großes Schiff. Ich frage mich, ob man es betreten darf. Wie? Man kommt nicht hoch. Was sagst du? Mir ist total langweilig. Wir können wegen der Monster den Hafen nicht verlassen. Aber wir konnten diesen Hafen geht's dahin. Zum Boot, meine ich. Die Gegend ist fest in der Hand von Magnus, dem Leiter der Farm im Osten. Aber Dor schwächt Magnus Einfluss nach und nach. Geschieht ihm recht. Wer ist Dor? Warum hattest du jetzt Ausschlag über dem Kopf, oder was das war? Ein Hundi. Wow, 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 wow! Endlich mal ein Hund mit Eiern zwischen den Hinterläufen.
Das gefällt mir. Dieser kleine Hund sieht aus wie ein Teddy aus. Er ist so niedlich. Und deswegen? Wow! Man kein winselnder Hund. Yay, ich mag dich, Hund. Ihr seid alle mit dem Schiff gekommen, nicht wahr? Ich bin überrascht, dass ihr keine Angst vor den Monstern hattet. Wir waren keine. Kein einziges Monster da. Ich bin sicher, die wollen einfach... Keine Ahnung, das ist irgendwie so ein geheimer Streik oder sowas, wegen Lohnkürzung. Arr, wir haben früher mit diesem Schiff ganz Silverand mit Palmatrank versorgt. Was ist Palmatrank? Keine Ahnung, Kokosmilch vielleicht. Aber jetzt können wir wegen der Monster den Hafen kaum noch verlassen. Verdammt scheiße, Mist, mein Holzbein liegt in der Wäscherei. So, was kann man bei dir kaufen? Hier im Siebenweltenmeer verkaufen wir hauptsächlich Fische und Meeresfrüchte. Ah, Fleisch, Rindfleisch, Hühnchenfilet. Was brauche ich denn davon? Kohlroulade? Ne, Moment. Das brauche ich für Kohlroulade. Das für gar... Keine Ahnung. Was bedeuten diese Dinger da? Ich muss das mal nachgucken. Zwiebel, bla, bla, bla. Reisbällchen. Ah ja, stimmt. Reisbällchen. Was ist das denn? Weißes Datei? Rotes Datei? Was ist Datei? Ist das ein Gewürz? Es ist ein teures Gewürz. Käse, Milch, Ei. Und Datei. Ja, wunderbar. Ich muss mal gucken, was ich für meine Reisbällchen brauche. Bis bald. Was brauche ich für Reisbällchen? Komm, ich will das wissen. Leute, Reisbällchen? Rindfleisch? Ich brauche Reis. Ach stimmt, Reis. Reis für Reisbällchen. Das macht Sinn. Weißes Datei ist so teuer. Seetang. Kriege ich das her? Keine Ahnung. Rindfleisch. Ach ja, das muss ich nachher auf der Weltkarte vielleicht noch zeigen, wenn mir noch genug Zeit bleibt. So. Palmerfrüchte wird die Welt retten. Wir haben gutes Schiff und eine starke Armee. Wo geht's denn hier lang? Das ist ein steinerner Steg. Aber Leuchtturm. Oh, ich liebe Leuchtturm. Das ist doch kein Leuchtturm, das ist ein Zuckerhut. Ich tut mir leid, ja, du bist tabu. Wenn mir da oben geht, wird schlecht. Warum? Kippt das Ding? Habt ihr dort irgendwelche Gase? Gibt's dort nur Toiletten? Keine Ahnung. Warum wird einem das schlecht? Lass dir die Kühe reinkacken? Ah, zu viel Ammoniakproduktion. Moment, wie komme ich denn hier weg? Mein Sohn ist vor einem Jahr mit einem Fischerboot aufs Meer gefahren und nicht zurückgekehrt. Jeder sagt mir, ich soll aufgeben, aber ich werde hier auf ihn warten. Na, dann warte mal. Kampf gegen die Starken. Gegen die Schwachen wäre es ja auch langweilig. So, oh, noch mehr Markt. Oh, was gibt's denn hier? Willkommen im Leinenlos. Leinen... Wundern... Was Finsternis? Mit Finsternis versiegelte Flasche. Erhöht zeitweilig die Feindberührung. Nicht bekloppt. Ah, lass doch mal das... Umgekehrte... Oh, was brauche ich? Nein, nichts. Man sieht sich nicht wieder in diesem Leben. Dank dir können wir ohne Angst vor den Designs leben. Dies ist eine Anpassungsschmiede. Grad gegen Material eintauschen. E-Mail gegen Material eintauschen würde mir gerade lieber gefallen. Okay, ich kann hier also Grad gegen Zeug. Was ist das? Glücksbeutel? Weißes Silber? Schwarzes Silber. Ja, das ist das, was ich mal fragen wollte. Ich hatte nämlich beim Trainieren noch ein Dorf gefunden. Mittendrin und da habe ich noch normale Ausrüstung gefunden. Da gab es aber eine Anpassungsschmiede und für fast alles Gute brauchte ich schwarzes Silber. Jetzt ist die Frage, ich möchte natürlich irgendwie meinen Grat jetzt nicht einfach rauswerfen. Lohnt es sich hier, schwarzes Silber zu kaufen? Oder kann man das gut irgendwo von Gegnern kriegen? Schreibt's mir rein, wenn ihr das wisst. Bitte! Bis bald. Wird mir jemand reinschreiben, wo ich schwarzes Silber herkriege? All das und mehr in der nächsten spannenden Folge. Bei... eigentlich nicht, weil ich den im Anschluss direkt aufnehme. Bei Let's Play Tales of Symphonia! Final Master 13 wünsche ich euch noch einen schönen Tag.